Heute bekommen wir eine wunderschöne frohe Botschaft von Erzengel Samuel. Und was Erzengel Samuel uns zu berichten hat, das erfährst du nach dem Intro. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich heiße Barbara Masur, ich bin spirituelle Lebensberaterin, geistig-energetische Heilerin und Tierkommunikatorin. Und ich höre die Seelenflüstern. Und als Engelmedium ist es mir möglich, auch mit den Engeln zu sprechen und ihre Botschaften zu empfangen und an euch weiterzugeben. Heute hat mich Erzengel Samuel angesprochen und mich gebeten, noch einmal eine ganz wichtige Botschaft zu überbringen. Und das, was er zu sagen hat, das erfährst du jetzt. Geliebte Erdenkinder, geliebte Menschenseelen, macht euch bewusst, dass ihr in eurem Kern eures Seins Liebe und Licht seid. Strahlt diese Liebe und dieses Licht tagtäglich aus. Verankert dieses Wissen in euch, in eurem Herzen und lebt danach. Jeder Gedanke, jedes Wort und jede Handlung sollte die Grundlage der Liebe und des Lichtes tragen. Denn wenn ihr dieses tut, werden eure Gedanken, eure Worte und eure Handlungen getragen sein und erfüllt sein von der Liebe der Urquelle. Und das ist überaus wichtig. Denn so helft ihr, den Frieden in die Welt zu senden, die Liebe über alles zu stellen. Denn die Liebe ist es, die einzig und allein existiert. Alles andere ist Illusion. Geliebte Menschenseelen, öffnet eure Herzen, verankert das Wissen, dass ihr in eurem Sein Liebe und Licht seid. Daraus seid ihr geschaffen, aus Sternenstaub, aus Liebe und Lichtenergie. Fühlt diese Energie und öffnet eure Herzen und strahlt diese Energie hinaus in die Welt, über eure Gedanken, eure Worte und vor allem euren Handlungen. In Liebe, Erzengel Samuel. Vielen herzlichen Dank an Erzengel Samuel. Ja, eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Im Kern hat er mir das vor ein paar Tagen schon einmal gesagt. Und die Mitglieder in meiner Telegram-Gruppe darüber informiert, wie wichtig das ist, dass wir in unserem Herzen verankern, dass wir Liebe und Licht sind. Und Liebe und Licht, wenn wir das wissen, dann kann uns nichts anhaben. Wir können weder krank werden, noch können wir Angst empfinden. Und das ist so wunderbar, wenn wir das verankern, wenn wir und daraus handeln vor allen Dingen. Es hilft uns ja nichts, wenn wir das nur wissen. Wir müssen auch unser Leben darauf ausrichten. Ich versuche das natürlich auch tagtäglich. Und ich habe ganz bewusst jetzt Versuch gesagt. Ich glaube, wenn man das wirklich zu 100% am Tage hinbekommt, dann hat man sein Lebensziel erreicht. Dann sind wir am Ende angekommen. Ja? Dann haben wir alles gelernt, was wir hier auf Erden lernen wollten. Denn das ist es, warum wir hier sind. Wir wollen uns wieder daran erinnern, wer wir sind, wo wir herkommen. Von unserer Schöpferkraft wieder.
wieder aufleben lassen sozusagen. Und aus der Liebe und aus dem Licht heraus einfach existieren. Ja, wir haben natürlich stetig Schritte zu tun. Und wenn du wissen möchtest, welcher Schritt bei dir als nächstes angesagt ist, damit du die Liebe und das Licht in dir wieder spüren kannst und noch mehr verbreiten kannst, dann kontaktiere mich sehr gerne und ich unterstütze dich dabei, die Antworten zu finden. Ich wünsche dir einen wunderschönen, gesegneten Tag in der Liebe und dem Licht der Urquelle. Bis zum nächsten Video. Alles Gute, deine Barbara Masur. Tschüss.